Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, wir sind genau ein System, ne, beim letzten System. Und zwar, mir war hier beim Franklin auf dem Carrier. Und ich habe schon mal jetzt bei meinem Neutronenstern mein Schiff aufgeladen, denn ich habe was in der Nähe gesehen, so ganz zufällig. Und zwar das hier, ein weißer Überriese. Und dann fliegen wir einfach mal an. Eigentlich war ja geplant, ich heute mit Franklin zu treffen, Bierübergabe. Aber ich war ein bisschen zu spät, er ist wahrscheinlich nicht mehr da. Ja, dann explore mal halt weiter. Gucken wir mal, also viel Zeit habe ich heute jetzt leider auch gar nicht. Eventuell ist es sogar passend, dass man die Übergabe dann später mache. Mal gucken. Was tun? Also erstmal hier gucke natürlich das System unter die Lupe nehmen. Vielleicht gibt es hier was Interessantes. Und wenn nicht, ja, dann zurück zum ursprünglichen Kurs, würde ich sagen. Unentdeckt, sehr schön. So gehört das. Oh, okay. Der ist auch ganz alleine hier. So, wir haben ein gelb-weißer Überriese der Spektralklasse G mit 41 Sonnenradien und mit der bisher kleinsten Temperatur für mich bei SOM. Und zwar genau 5033 Grad. Beziehungsweise 5307 Kelvin. Okay. Gut, gut. Da gibt es jetzt so einen Schnicks zum Gucken. Naja, kann man nichts machen. Okay, dann vorsichtig rauszoome. Was ist das? Oh, noch einer. Wow. Okay. Okay. Ich glaube, ja, wir müssen uns hier ein bisschen na, den Überriese umgucken. Direkt hinter dran, von dem war ja auch dann ein orangener Riese. Ich glaube, mir bleibe hier in dem, ja, in dieser Region. Okay, gut, in der Region sind wir schon lang. In dem kleinen Bereich. Und gucken wir, ob man da sonst schon was findet. Das ist ja cool. Weil zu den Überriesen sage ich nicht nein. Zu deiner G-Überriese. Ja, ich wollte ja auch immer mal noch mal eine Statistik angucken, wie viel ich schon gefunden habe. Ich werde immer wieder vergessen, ich mache. Also jetzt auf der Tour. So, da hätte man auch ein unentdeckter 24, okay. Ein bisschen mehr zu tun. Da haben wir unter anderem auch Monde und Gasriesen. Hinter dem Stern war schon was, aber ja. Ja. Sprit, ja, ist gut. Sind wir fast voll. So, gucken wir, inwiefern da schon was reicht. Die Nummer 2.
Noch ist nichts aufgeploppt auf meinem Scanner. Okay, also ein G-Überriese mit 42 Sonnenradien. Okay. Und dann haben wir einen Klasse 5 Gasriese. Wer bist du? Klasse 5, ja, das ist Klasse 4. Ja, selten, Umlaufzeit von 3,2 Jahre. Selten. Okay, gut, wenn der ist gar nicht so weit entfernt. Ja, doch schon einiges. dann haben wir nur ein paar nahe binäre Systeme, wahrscheinlich die da. Aber ja, gibt keine Biosignale hier. Na gut, dann. Aber ich ist gut, dass wir deine Sterne an sich haben. So, orange Riese, wieso nicht, oder? Nehmen wir einfach mal an. Und dann gucken wir uns einfach mal auf der Karte um, ob man zufällig noch so ein paar von den Dinger finden. Also das ist nicht unbedingt Rotriese, weil so ein Schwämmer überhaupt nicht mehr fertig. Vielleicht haben wir Glück. Noch F über Riese. Mal schauen. Und ich muss noch was gucken. Noch komplett vergessen. Aber mir scannen sie erstmal. Okay, hier ist sonst nichts. Das ist eine Ansage. Ein orangener Riese mit 35 Sonnenradie. Ziemlich weit entfernt, noch M-Stern. Okay. Ich wollte hier gucken. Oh, guck mal. Da hat sich unser Balke beim Exio-Bio-Rang hat sich ein gut Stück bewegt. Das war ja nicht schlecht, das, was wir da in der letzten Folge inkassiert haben. Das war ordentlicher Batze. So. Bisschen rauszoomen. Einfach mal gucken. Ich meine, es ist immer so viel Glück. Das kann man noch ein bisschen mehr Glück haben, oder? Oh. Bist du? S-Stern, okay. Ich markiere ne Mo. Falls man nichts anderes finde. Ist Wetter schon so wählerisch, dass er S-Stern und Ona auch vielleicht fällt. Ja, ja, rote Riese mit der Masti-Menge. Was bist du? Ein CN-Stern, okay. Ja. Haben wir wahrscheinlich auch schon genug. Im Zweifel der S-Stern, hört mal vorher gefunden. Na? Ab und zu muss man die Rode auch mal anklicken, vielleicht sind die mal 2 im System. Das wird sich dann mal lohnen. Na, was bist du? Nee, ganz normaler blauer. Genau, das war der S-Stern, den wir markiert haben. Oh, guck mal an. Guck mal an. Da ist noch einer. 3 Sprünge. Das geht doch auch kürzer, oder? Moment, warte mal. Ich es nicht vergesse. So, wir machen hier mal Bookmark, denn wir können doch bestimmt abkürzen, oder? So, warte mal. Bestimmt. Ja, Neutronenstern. Ganz
ganz einfach. Das beschleunigen wir ein bisschen. Wir haben ja Haufen Neutronensterne. Das kann man ja auch mal nutzen. Und so eine Tour von Neutronenstern zu Neutronenstern, beziehungsweise so eine Aufladetour und zu interessanter Sache springe. Das haben wir lange nie gemacht. Machen wir das heute einfach mal. Ach geil. Drei weiße Überriese haben wir dann. Coole Sache. Coole Sache. Sieben. Da scannen wir gleich. Wir tauchen erstmal ein. Rotationsperiode 1,5 Sekunden. Das ist noch relativ im Rahmen. So, sehr schön. So, genügend Abstand, dass nichts passieren kann und. Dann hoffen wir mal, dass wir hier nichts finden. Wir haben wohl 23.000 Lichtsekunden. Das ist noch im Rahmen. Und dann wären wir auch schon durch und hier gibt es nichts. So. Das lohnt ja fast gar nicht, aber hey, egal. Ich meine, das Raumschiff wäre schon repariert in der letzten Folge. Und unser Carrier ist auch nicht weit, insofern. Why not? Nur zwei Objekte, aber eins davon ein Planet. Ja. Eis. Oh, haben wir sogar ein großer Landbarer. System scan complete. Ja. Oh ja. Come to me. Also ein G-Überriese mit 42 Sonnenradie und eine Eiswelt mit 2,5 CVG. Oh. Ja, ich will. Ja, ich will. Geil. Dann noch bei so einem schönen Stern. Herrlich. Da wissen wir jetzt, was wir für die Rest von der Folge zu tun haben. Und zwar schönes Raumschiff kaputt machen. Aha, nein, machen wir nicht. 2,5G, das ist ja. Das ist ausreichend, um ein Schiff kaputt zu machen. Ja, definitiv. Aber das wollen wir nicht. Und okay, wenn es wird nicht viel verloren gehen. Genau genommen 407.000. Oder. Das sieht eh nicht so ganz genau aus. 400.000 Credits würde verloren gehen. Insofern, es kann nichts passieren. Und das Flugblock sagt uns dann noch, wo man nochmal hin müsste. Das war ja auch nur ein paar Sprünge. Insofern kann nichts passieren. Ja, sollte bei 2,5 auch nichts. Und oh, kann man da noch aussteigen? Ich glaube ja, oder? Und die Grenze müsste dann irgendwie. Mir war doch schon bei 2,6 ausgestiegen, oder? Ich glaube es. Das freut mich. Ja, da kann man bestimmt auch steigen. Irgendwie ist die Grenze bei 2,6, wo so irgendwas um den Dreh. Umlaufzeit 1800 Tage.
Wie viele Jahre sind denn das? Moment, das zeigt man doch mein Tool an, oder? ,19 Jahre ist die Umlaufzeit. Ja, der ist ausreichend groß, würde ich sagen. Oh, warte mal, warte mal. Ich will aber. Moment, 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 Moment. Ich will so viel, dass der über Riese am Himmel zu sehen ist. Gerne mal zuerst mal 10. Hui. Zack. 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 Da. Machen wir hier. Machen wir hier. Und. Machen wir hier. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, das sollte eigentlich reichen, oder? Ah ja, passt. So. Wir haben hier ein schöner Krater direkt im hellen Bereich, wo man eigentlich gut die Sicht haben müsste. Mal gucken, dass wir dorthin fliegen. Oh ja, guck mal hier. Denn es sieht man auch noch schön wunderbar. Eventuell ist der Krater vielleicht ein bisschen tief, dass man so ein bisschen was vom Stern abschneide, aber das müsste man halt mal gucken. Passt das doch schon oder ist das zu flach? Immer bei den ganz großen kann ich das auch nie so einschätzen. Nee, das ist perfekt. Sicherheitshalber alles aufs Schild. Guck mal hier, was der gerade so cooler Schatten wirft. Sehr uneben die Oberfläche.
Unebene täuscht immer so ein bisschen. Wenn wir da ein bisschen näher kommen, haben wir wahrscheinlich doch ganz okay Fläche. Dass man es zumindest mal im SAV raus könne. Weil ich vermute, hier könnte es doch noch ziemlich heiß sein. Weil allzu weit war er ja jetzt nicht unbedingt vom Stern weg. Aber das ist ja immer so Sache. Eiswelt. Heiß. Moin Franklin, wir können uns irgendwo treffen, weil hier ist kein so gutes Austauschgebiet. Hier ist Potenzial zu Schiff kaputt machen. Ah, mir doch nicht. Profis, allesamt. Schon mal fast nichts mehr schief gehen. Das Landing Gear ist ausgefahren. Ich habe schon eine schöne Landestelle ausgemacht. Sind bitte? Wie hier nicht? Der Ernst. Okay, passt. Wunderbar. 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 Gelandet ist gelandet. So, Franklin, gleich. Wir müssen hier eher schon was fertig machen. Ja, problematische Temperaturen. Moment, lass uns hier schon mal gucken. Schwerkraft-Oberflächentemperatur. Okay. Atmosphäre hast du nicht. Okay, gut. Aber wieso dann Eis? Keine Atmosphäre. Seltsam. Anyway. Nein. Licht aus, das brauchen wir nicht. Ja, High Gravity Warning. Achso. der Spezi hat gerade die Handbremse angeschaltet. Brauchen wir natürlich nicht. So überhaupt nicht. Och, Gummo, was für ein Blick. Ha. Toll. Toll. So, und nun testen wir mal, wie lange es dauert, bis uns hier der Anzug wegschmilzt. Das geht hier noch. Das geht hier noch. So. Jungs. Schöner Fund zum Plus. Super Fund zum Plus, muss ich sagen. Schön großer Eisplanet beim Überriese, den wir hier noch sehen. Und mit dem Anblick verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch eine tolle Restwoche. Und ja. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.